Hallo, hier ist Milzbrand XY. Ich habe euch ja schon mal meinen ersten Server gezeigt. Dann haben unsere anderen zwei Admins noch zwei andere Server. Den Ragnarok und diesen da. Den mache ich ungern, weil ich bin nie zurzeit nicht so drauf, gegen andere Leute zu spielen. Ich bin lieber der Gemütliche. Ich tue lieber bauen und sammeln. Und nicht da Armee-Typ da. Hi. Gehen wir mal drauf, kann ich euch mal zeigen. Wir haben schon angefangen zu bauen. Gucken wir mal. Oh, natürlich. Wir sind an und es regnet. In Strömen. Ich finde das so ehrlich jedes Mal. Egal. Ich habe die gerade auch schon ein bisschen erkundet. Im Singleplayer-Modus und im Multiplayer-Modus hauptsächlich. Wir sind hier am blauen Ark. Da drüben ist er. Das ist meine erste Station gewesen. So, die Aufwachstation. Braucht man nicht viel machen. Ich werde die bestimmt noch abreißen. Ich mag das hier nicht. Hier sind nur dumme Klauviecher. Ja, am blauen Ark sind wir. Jetzt mal los, ja. Gucken wir mal. Ragnarok ist eine der schönsten Karten, finde ich mit. Echt schick. Haben schon einige gebaut. Spielen auch einige drauf. Für die meiste ist der Island noch der Hauptinsel, sagen wir mal dazu. Und hier ist nur wegen Tiere sammeln und erkunden, was Neues erleben halt. Meistens wacht man hier auf, bin ich auch aufgewacht. Da oben hat auch schon jemand gebaut. Und was ich euch sagen muss, im Gebirge, im Schnee wird es arschkalt. Also nehmt euch immer lange Unterwäsche mit. Aber die Insel sieht echt geil aus. Leider regnet es gerade. Glaube, mein Dino braucht auch noch mal was zum Essen. Oder eher mein Drachen. Ich muss kurz was essen gehen. Ja, verhungert hier. Der arme Kerl. Jedes Mal mit mir dasselbe. Ich denke nur an mich. Ich bin schon im Gebirge schon zweimal frei, weil ich keine ordentlichen Klamotten anhatte. Oder ne, dreimal schon. Und die Tiere hier sind ein bisschen High-End-Level. Was auch ein bisschen mehr Spaß macht. Man hat ja auch schon High-End-Tiere. Wie zum Beispiel den Drachen hier. Vom Kumpel ist der. Also mein Mitarbeiter. Wir haben auch schon Greifen. Hat mir noch jemand geholfen, der Lord. Leider ist die Karte hier ja noch nicht ganz fertig, zu 54% laut Modder, aber ich finde die immer noch echt schick. Wenn schönes Wetter ist natürlich. Hier kommen wir so leicht in den Lava rein. Im Lava-Gebiet. Hier müssen wir schön aufpassen. Da wird man bespuckt von den komischen
Hier ist die Tausendfüßler da. Eine Riesenkarte. Schauen wir mal weiter. Hier von denen, da muss man aufpassen. Mit dem Drachen geht's, aber mit anderen Viechern. Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen. Hier ist auch die Drachenschlucht. Muss eher sagen, ich weiß noch nicht mal, ob man nicht Eier holen kann. Ich habe noch keine gesehen. Da ist schon einer. Mal kurz meine Hose ausziehen. Wird bestimmt gleich warm werden. Haben wir Stamina recken. Ich da drinnen abkacke da. Oben fliegen schon die ersten Drachen rum. Es gibt hier auch ein Feuerdrache. Giftdrache. Laserdrache, also hier Stromdrache. Und jetzt gibt es sogar einen Eisdrachen. Finde ich echt geil. Nester gibt es hier schon. Oh, jetzt gibt es schon Eier. Letztes Mal, wo ich hier da war, vor einer Woche, da gab es keine Eier. Mann! Ja, meine Schuld. Ich wusste es doch. Na gut. Na komm her, du musst erstmal essen. So, jetzt haben sie abgespuckt. Jetzt kann man fressen gehen. Na komm. Quatsch. Ja. Echt geil ist das hier. Oh, hab ich jetzt ihn vergessen? Kannst du nochmal? Scheiße. Ups. Ja, ruhig. Hier fängt das so leicht Redwood-Biom an. Aber das ist überall so ein bisschen mal was. Ist gut verteilt. Ich finde die echt geil, die Karte. Ab und zu mal gibt es mal wie den Turm da hinten. Solche Gebäude oder Burgen oder. Oder was anderes. Hier ist es noch schön warm. 14 Grad. Ich war hier auch, auch noch nicht überall. Wir können ja mal kurz gemeinsam schauen. Ein bisschen Zeit haben wir ja. Ach, der Redwurm sieht echt geil aus. Sieht das nice aus. Aber hier wollte ich gerne siedeln, nur dummerweise gibt es hier nur die Klaufiecher, ey. Da muss man aufpassen. Ich mag die nicht. Es gibt hier auch überall Höhlen und kleine Eingänge und Verstecke. Das ist echt geil gemacht. Hier ist die Wand zu dem Teil, was noch nie fertig ist. Finde ich aber noch nicht schlimm. Das, was man hier sieht, alles ist schon echt geil gemacht. Es ist überall noch Platz. Auf der Island bei mir ist auch noch Platz. Aber hier ist auch noch viel Platz. Es gibt sehr viele gemütliche Städten, wo man siedeln kann. Oder wo man sterben kann.
Also wenn man hierher kommt, soll man, man kann von klein auf anfangen, aber ist besser, wenn man schon ein bisschen was an Punkte hat. Und vor allem ein paar Tiere mitnimmt. Außer die Hardcore-Jungs von uns, die können auch komplett neu anfangen. Was auch wieder mal mehr Spaß macht. Immer alles hat. Ich zum Beispiel habe mir nur meine Arbeittiere mit rübergenommen. Wie zum Beispiel den Ankylo, den Deo-Roller da. Und die Dornexet für Holz machen. Und ich habe einen Elch mitgenommen für Stroh. So, tun wir nochmal anhalten und die Hose wieder anziehen. Weil jetzt wird's kalt. Na, lande. Zack, die Hose. Achso, ich hab den Skin drauf. Verrate ich dir nie, welches Skin das ist. Könnt ihr euch selber ausdenken. Weil hier ist es noch schön relativ angenehm und gleich wird's minus gerade. Hier gibt es auch wieder eine Eishöhle zum Beispiel. Oh Mann. Minus 53. Das geht aber noch. Gibt Stellen, wo es noch viel kälter ist. So lange hier bleiben darf ich auch nicht. Ich habe mir nur eine warme Hose angezogen. Beim ersten Mal bin ich zweimal gestorben, bis ich das begriffen habe, dass es kalt ist. Echt hardcore dann hier oben. Verliere schon Leben? Noch nicht ganz. Ich habe relativ gut in Resistenz reingesteckt und in Leben, Gesundheit. Habe eine Schneehose an. Und alles, was relativ warm hält. Minus 65, Jungs. Da kann man immer gegen Wind pinkeln. Da wird es ein Eiszapfen, bevor es rauskommt. Oh Mann. Arschkalt. Jetzt die Lava. Fängt es so leicht an, aber immer noch kalt. Ah, jetzt geht's langsam. Und wie gesagt, im Eisbiom. Oder egal auf welchem Berg, wird es immer kälter. Irgendwo ist es ja okay. Man kennt das ja auch im Real Life, wer ein Leben davon hat. Jetzt wird es wieder neblig. Echt schön. Vor uns war eine schöne Aufnahme, wo ich kurz geguckt habe. Ja, wieder arschkalt, minus 57. Irgendwo hatte ich schon mal minus fast 85 gehabt, glaube ich. Echt gefährlich hier oben. Wenn man, vor allem, wenn man vergisst, was anzuziehen. Ich finde das auch echt schöne Übergänge. Vom Schnee zum Eis. Zum Red Room. So Lava. Echt schön gemacht. Hier dahinter soll ja dann noch Wüste werden. Selbst die Unterwasserwelt ist extrem groß. Nur leider habe ich noch kein Tier da, was das mitmacht. Minus 41 ist er easy jetzt. Ich halte mal kurz an. Bin dann gespannt, ob das nächste Update, gerade ein Update, ob es dann weitergeht oder noch ein bisschen verbessert wird. Wir gucken mal weiter. Schade, blöder Nebel. Mal zum
Obelisken hin. Und überall ist hier oben natürlich in großen Bäumen und dann mal wieder nicht. Ist echt schön gemacht. Da ist ein Eisdrache. Wenn der uns anhittet, gefrieren wir. Also frieren wir ein. Na komm her. Zeig uns mal. Mit meinem Drachen kann ich das erlauben. Oh, sieht er das? Da kann mich ganz langsam auch bewegen. Ich glaube, ich esse erstmal, wenn ich selber tot wäre. Ah, Level 15. Deswegen hat er so wenig gemacht. Aber was komisch ist, der hat eine Feuerkralle drin. Na, lass mich bitte aufsteigen, Kumpel. Ah. Oh. So, weg. Hast du verdient. Das müssen sie noch ein bisschen ändern. Aber in der Feuertrage da drin ist er. Blödsinn. Minus 63. Gucken wir mal zum grünen Obelisken. Guck mal, da unten ist auch ein Titano. Riesen. Oh, hier ist es. Sieht man mein Drache selbst klein daneben aus. Guck mal. Oh Gott. Und der Drache ist schon so halb groß, sagen wir mal. Von allen Tieren. Also fast groß. Gut, da gibt es noch. Rex ist auch noch viel größer. Oder Giga. Oder hier die Langhalse da. Selbst langhalsig gegenüber so einem riesen Titano echt klein aus. Wie ein Baby. Greife gibt's auch. Die zeige ich ja auch. Einen habe ich selber. Hat mir der gute Lot geholfen und der Thomas. Wieder ein Stückchen Redwurm. Redwood. Ah, scheiße, deutsche schwere Sprache für mich. Oh Mann. Gucken wir mal weiter. Hm? Ob ich den mal helfe? Ah, mal gucken. Spät. Und die Rex haben jetzt auch echt schön gepullt jetzt. Haben sie schön gemacht. Die brüllen jetzt ganz anders. Also viel cooler, finde ich. Ich sage, die Unterwasserwelt ist auch viel, viel größer. Als wie bei der Island, vor allem auch tiefer. Mal gucken. Wäre cool, wenn da ein bisschen mehr Wasser kommt, allgemein. Hin bei der Karte da unten drunter. Weil da kann man bestimmt mehr machen. Oder mehr so kleinere Inseln vielleicht noch oder so. Naja, mal sehen. Wir werden uns überraschen lassen. Ich finde auch echt cool gemacht. Mangrovenwälder. Kommen auch noch. Moment. Ich war zu schnell. Aber ich gehe erstmal Stamina recken.
Mann, geh weg. Ich hab ja noch Hunger. Ja, die Sumpflandschaften finde ich echt geiler gemacht. Und hab ich auch noch. Ist das ein Eingang? Nee. Aber die Bäume sehen echt geil aus hier. Die passen noch viel besser hin. Das können sie mit übernehmen. Dann gibt es hier überall so kleine Gebäude. Gebäude nicht hier. Ruin. Echt schick gemacht. Oder Brücken. Oder eher sag Ruinbrücken. Kann ich euch ja mal zeigen, wo ich jetzt hingezogen bin. Bin auch frisch am Bauen. Und zwar da oben. Schnell machen, schon 20 Minuten schon. Ich mache erstmal hier kurz Pause und wir sehen uns gleich wieder.